Bam! Und damit, hey Leute, was geht ab und herzlich willkommen zu Donkey Kong Country Returns, dem wunderbaren Wii-Teil der Donkey Kong Country-Reihe tatsächlich. Und ich habe mal wieder eine wunderbare Abstimmung gemacht, die seht ihr hier eingeblendet. Zum jetzigen Zeitpunkt haben 100% für Ja gestimmt. Lüge. Lüge, Lüge, Lüge. Und ich freue mich damit umso mehr, euch hier zu begrüßen. Und ich muss euch was beichten. Ich habe, ihr wisst Bescheid, Donkey Kong Country Tropical Freeze. Die Donkey Kong-Reihe sind wirklich meine Favorite Games. Und wie drücke ich das jetzt am besten? Ich habe Donkey Kong Country Returns nie durchgespielt. Also so legit nie. Es gibt so einen super easy Modus. Und hier macht ein weißer Donkey Kong euch das ganze Level und ihr müsst gar nichts machen. Sowas wie der Super Luigi Assistent aus den Mario-Teilen, falls ihr damit mehr vertraut sein solltet. Und ja, mit dem habe ich so ziemlich 70% des Spiels gemacht. Aber ich muss mich dafür kurz rechtfertigen. Als ich dieses Spiel das letzte Mal gespielt habe, war ich 8 oder 9 Jahre alt. Ich werde nächste Woche einfach 18. Wenn dieses Video kommt, bin ich vielleicht sogar schon 18. Wer weiß. Okay, Donkey Kong Country Returns, was muss ich dazu sagen? Nach einer ultra langen Wartezeit haben sich die Leute dann gefreut, als endlich wieder ein Donkey Kong Teil angekündigt wurde. Nach weiß ich nicht wie vielen Jahren. Und deswegen ist das gut. Wir spielen das Ganze natürlich in 4K. Mit dem krassesten 60 FPS, die ihr jemals bekommen werdet. Was mir schon direkt auffällt, wir haben einfach ein Leben weniger. Ich weiß nicht so ganz, was ich davon halte. By the way, ich besitze dieses Spiel zweimal. Was ist der? Dieser Typ da, der gerade, wie der letzte Idiot erzählt hat, dass er das Spiel nie durchgespielt hat, erzählt jetzt eine Sekunde später, er besitzt das Spiel zweimal. Ja, ich besitze das Game halt einmal für den 3DS und einmal für die Wii. Cringe, und ich habe bei den Spielen auf dem 3DS gibt es sogar, habe ich jetzt erfahren, einen Easy Mode, wo ihr 3 anstatt nur 2 Leben habt. Aber ich dachte mir, nee, komm, das ist ja cringe, das braucht ja keiner. Und dementsprechend habe ich mich... Oh, haben wir? Haben wir, okay. Dementsprechend habe ich mich dazu entschieden, ja, mach's ja ohne, komm, schaffst du. Und dann ist mir wieder eingefallen, dass ich voll schlecht in Donkey Kong bin. Perfekte Voraussetzung. Guys, wenn ihr von Donkey Kong Country Returns nichts verpassen wollt, lasst ein Abo da und ein Like würde mich freuen. Und ihr seht schon, Diddy Kong ist weiß. Warum das so ist, ich habe ein Texture Pack drin, weil ich mir dachte, komm, irgendwas musst du machen. Das normale Spiel kennt auch jeder. Jetzt haben wir halt Diddy Kong in weiß. Ich hoffe, das ist okay für euch. Ich muss mich ein bisschen an die Steuerung gewöhnen, weil normalerweise spielt man das mit einer Wii-Remote und das ist keine Wii-Remote. Let's call that. Da links war was, das habe ich ganz genau gesehen. Also, dieses Spiel ist, abgesehen von der ersten Welt, glaube ich, so ziemlich blind für mich. Also, ich kann mich, glaube ich, an fast alle Welten erinnern, was sie für ein Theme hatten. Aber ich kann mich an kaum ein Level erinnern. Ich bin richtig schlecht, was das angeht. Es tut mir maximal leid, okay? Können wir das bitte einfach überspringen und so tun, als wäre ich voll erfahren und, keine Ahnung, bin Donkey Kong-Liebhaber des Jahrtausends? Bin ich auch. Also wirklich, im Vergleich zu Mario ist Donkey Kong einfach geisteskrank. Ich hoffe, Mario Bros. Wonder wird ein bisschen mehr in Richtung Donkey Kong gehen. Also alles, was ich von diesem wunderbaren Spiel Mario Bros. Wonder bisher gesehen habe, hat mich auf jeden Fall sehr überzeugt. Kann ich jetzt mal richtig schießen? Ich kann ja gar...
Es war klar, es musste früher oder später passieren. Also, was ihr wissen müsst. Donkey Kong ist mein Favorite-Spiel. Wir spielen es auf dem Emulator in 4K. Geisteskranke Grafik. Raytracing, alles drin. Es gibt kein Raytracing, alles drin. Es wird spaßig, Guys. Freut euch auf die nächsten. Wir können, by the way, pusten. Das können wir, konnten wir in Freeze nicht. Das ist, wenn ihr euch duckt und dann, ich glaube, schütteln müsst ihr. Ja, zack, welche mit dir. Oh, ich habe so Bock auf Donkey Kong. Es ist schon wieder so lange her, seitdem ich das letzte Mal ein Donkey Kong-Game gespielt habe. Ich spiele Donkey Kong sehr häufig. Ich habe Tropical Freeze, glaube ich, 8 oder 9 Mal schon durchgespielt. Einfach, weil ich Langeweile habe. Okay, lasst mich. Judge me later. Wie, hier ist schon das Ziel? No, uns fehlt ein Puzzle. Ach, komm. Das war ein weirder Jump. Ja, also, erstes Level schon mal mega nice. Ich bin mega gehypt, Guys. Ihr glaubt gar nicht, wie gehypt ich bin. Ich kann das nicht ausdrücken. Es ist warm. Es hat zwar gewittert, aber es ist immer noch warm. Deswegen, stellt euch einfach vor, ich wäre noch ein bisschen mehr motiviert. Ich bin nicht motiviert, weil warm, okay? Wir schieben es darauf. Let's go. Und da kriegen wir auch schon das... Oh, die Overworld sieht echt, in Anführungszeichen, alt aus. Aber das mag ich. King of the Kling. Ja, by the way, das ganze Game ist auf Englisch, weil... Emulator und so. Ich glaube, ich muss das nicht weiter erklären. Ich glaube, es gibt es auch auf Deutsch. Sicher bin ich mir natürlich da, aber nicht. Schreibt das gerne in die Kommentare, sonst würde ich es in den nächsten Folgen auf Deutsch stellen. Ich weiß aber nicht, wie das geht. So, starten wir rein. Oh, und die Musik. Die ganze Musik hier ist nur geremaked von den originalen Teilen. Wir haben keine neue Musik, so viel ich weiß. Ob die Musik hier auch von David Wise ist, so wie in Tropical Freeze... Keine Ahnung, aber die Musik ist geisteskrank. Nicht vergleichbar mit Freeze, aber trotzdem. Bam. Jetzt noch eine Frage, die ich mir... Oh ja, stimmt, ich kann ja einfach gedrückt halten, gell? Weil ja die Rolle... Weil normalerweise schüttelt man. Und wenn ihr Schütteln auf eine Taste legt, dann ist es so, wie wenn ihr die ganze Zeit schütteln würdet. Also wenn ich jetzt die ganze Zeit eine Taste gedrückt halten würde, wird der einfach die ganze Zeit durchrollen. Aber das ist ja langweilig. Das wollen wir ja nicht. Wir wollen ja auch ein bisschen Action hier. Ich habe so Angst vor den späteren Welten, weil ich habe dieses Spiel halt als so schwer in Erinnerung, weil ich damals halt noch ein Kind war. Und deswegen bin ich richtig scared. Aber Donkey Kong ist sowas, das kann man halt immer machen. Donkey Kong ist herausfordernd. Donkey Kong ist meist auch fair. Donkey Kong ist wunderschön. Wir lieben Donkey Kong. Hashtag Kongo Bongo Drüse Dongo in die Kommentare. Falls ihr keine Ahnung habt, was ist, schaut euch den Donkey Kong Cartoon an. Aua. That hurts. So. Cool. Bitte. No, wait a sec. Ah, ich wollte eigentlich da hochspringen, um mir das Herz zu holen, weil wir sind halt mit 2 Treffern schon gut down. Okay, aber haben wir wieder was? Achso, jetzt wird uns erklärt, wie wir rollen. Ganz genau so. Aber hier ist noch was. Vielleicht gibt es hier ein Fass drin. Ja, das schießt uns in den Background. Let's go. Da sehe ich nämlich das O. O wie schönes Donkey Kong. Es tut mir leid. Es tut mir leid. Ich bin so unlustig. Was ist das? Oh, gibt's hier einen Bonus? Ja, let's go. Okay. Sind die Boni hier oben? Okay, wir haben auf jeden Fall andere als in Freeze. Das freut mich, weil in Freeze irgendwie ist es so, dass sie sich ab... Ich sag mal so, ab Welt 3 wiederholen sie sich nur noch, glaube ich. Das freut mich hier endlich mal seit langem, seit Jahrzehnten wieder neu zu erleben. Seit Jahrzehnten vor allen Dingen. Wieder neu zu erleben, Mann. Ich freue mich, Guys. Ich freue mich so unfassbar. Ich liebe Donkey Kong so sehr. Da muss ich kurz auf den anderen Monitor lurken. Manche haben sich gefragt, warum tauschst du nicht einfach das Bild so? Warum machst du nicht die Facecam auf die andere, also halt auf den anderen Monitor, dass du nicht immer so gucken musst? Ja, das Ding ist, dann ist das Spiel nicht mehr in 4K. Aua. Und das wollen wir nicht. Nein. Oh mein Gott. Nicht so schlimm. Nein. Sehr schlimm. Herz, bitte. Ich hasse euch. Mach ein Lamm jetzt. Wie Yoshi. Ich habe Angst. Der trifft mich doch. Nee, tut er nicht. Ein Herz. Okay, let's go. Ja, wir haben jetzt halt kein Cranky, kein Dixie, gar nichts mehr. Das macht das Erlebnis natürlich interessanter für mich, weil, ja, es fehlen halt so, für mich fehlen wichtige Gameplay-Aspekte. Aber so viel ich weiß, wird das Game trotzdem dadurch nicht schlechter. Oh, hier können wir smashen.
smashen, so wie in Smash Bros. Ich habe innerlichen Schmerz, es tut mir so leid. Okay, was gibt's hier? Das hier sieht sehr, sehr sus aus. Let's go. Wir versuchen natürlich alle KNGs mitzunehmen. Ob wir das schaffen? Keine Ahnung. Legit, kein Plan. Hoffnung ist natürlich da. Und wir werden es sehen. Bitte triff mich nicht. Dankeschön. Ich bin immer motiviert. Puzzleteile natürlich nicht alle, weil das würde zu lang dauern. Und ich will ja immer Spaß bei dem Spiel haben. Das ist auch so eine Sache, dass mich viele Leute fragen, warum machst du nicht 100%? Mach doch 100%. Guys, ich will Spaß bei einem Spiel haben und nicht auf Krampf des Todes die 100% ergrinden. Weil das nimmt mir persönlich Spielspaß weg, wenn ich grinden muss. Wenn mir grinden Spaß macht, ist es was anderes so. Aber wenn ich wirklich aktiv grinden muss, habe ich gar keinen Bock da drauf. Okay, wir steppen erstmal hier oben. Muss ich eigentlich groß Donkey Kong erklären? Also ich hoffe, jeder, der sich dieses Video anschaut, hat mein Tropical Freeze LP gesehen. Das war geisteskrank, das hat richtig Spaß gemacht. Schaut euch das auf jeden Fall zuerst an, ich verlinke es euch mal oben auf dem E. Warum denn nicht? Oh, einfach eine Kettensäge. Eine Kreissäge, wollte ich sagen. Dann haben wir alle KNGs. Das heißt, hier ist Ziel. Bäm, nur ein Ballon. Egal, das zählt. Let's go, wichtig. Ich muss was trinken, Geist. Es ist einfach so warm. Ihr glaubt gar nicht, wie warm das ist. Zurück in den Dschungel. Ich hab so Bock. Ich hab Donkey Kong so lange nicht gespielt. Ui! Was bedeutet dieses Level, was abgeschlossen ist? Wir können zu Cranky Kong. Machen wir später. Wir gehen jetzt erstmal Tree Top. Bob. Was ist dieses Schloss-Schlüssel-Ding da? Öffnet sich das durch ein wahrscheinlich Secret Exits einfach. Ich denke mal Secret Exits. So, wir steppen jetzt dieses Level. Oh, es wird ein bisschen dunkleres Grün. Sieht schön aus. Ich feiere das so hart. Ihr glaubt gar nicht, wie hart ich das feiere. Hart wie eingefrorene Bananen. Freunde nennen mich auch Hooligas Zwillingsbruder. Oh mein Gott, wer bist du denn? Für meine wunderbaren Vergleiche. Okay. Aber wir müssen da hoch. Ich hasse diese Wippen jetzt schon. Total. Die machen mich wütend. Die fand ich in Freeze besser. So. Bam. Oh. Okay. Okay. Fässer schießen. Immer kritisch. Blam. Wenn ich jetzt runterspringe. Das ist jetzt eine Frage, weiß ich nicht. Wenn ich jetzt runterspringen würde, würde ich dann wieder unten landen oder wäre ich tot? Okay, da komme ich nicht mehr hin. Wow. Okay, ich dachte, es wird irgendwann. Also von Gegner abspringen muss ich vom Timing auf jeden Fall noch üben, weil das ja von Emulator zu Emulator anders ist, wie schnell da gerendert wird und so. Und dann auch noch über OBS-Verzögerung und so, deswegen sind manche Eingaben verzögert. Wie soll ich denn das machen? So. Deswegen wundert euch nicht, wenn ich manchmal Sprünge nicht hingehe. Ich dachte, man könnte da runter. Hier ist ein kleiner Sprung und jetzt macht er einen großen. Genau. Brauche ich nicht. Checkpoint! Das sind Checkpoints. Ich muss ja immer davon ausgehen, dass manche von euch die Donkey Kong rein nicht können. Rambi, let's go. Rambi ist, Nashorn. Wer hätte es gedacht, ich nicht. Und damit können wir halt alles destroyen. Bam. Bam. Not so bam. Ach stimmt, wir können ja auch ein bisschen fliegen. Oh, aber nur ganz, ganz minimal. Ja, so ist gut, so ist gut. Oh, damn, war das knapp. Nein. Egal, haben wir. Feuer ist, glaube ich, trotzdem nicht gut. For sure nicht. Aber oh, hier müssten wir jetzt pusten. Wie steige ich ab? Okay, gar nicht. Sehr schön. Wichtig zu wissen. Oh, es ist wieder ein Bonus. Ich war gerade. Wir reden da nicht drüber. Das ist nie passiert. LOL? Alter, da wären wir jetzt ja mega dran vorbei. Wir sind da unten, sind wir rein und hier hinten kommen wir raus.
Danke, Nintendo. Boah, wenn das jetzt nochmal ein Bonus wäre, hätte ich geheult. Let's go. Nochmal einen Ballon mitgenommen und Smash. Die Bananen nehme ich gerne mit. Überleben würde ich mich mehr freuen. Ich weiß ja nicht, wie schwer das Game noch so wird jetzt im Verlauf. Im Verlauf des Games. Ich erstick hier. Einfach am Reden. Es gibt aber auch so viel zu sagen. Oh nein, muss es ein Secret Exit hier geben? Och nee. Okay. Es gibt keinen Secret Exit. Wir müssen hier für 20 Coins bei Cranky einen Key kaufen. Weiß ich nicht. Ich bin jetzt tatsächlich... Also, weiß ich nicht. Ich habe jetzt actually im Internet nachgeguckt, weil ich wäre wahrscheinlich nicht drauf gekommen, hätte ich nicht in den Shop geguckt. Das ist 1-4. Ja, genau. Das wäre das nächste. Sunset Shore. Das ist das nächste Level, was wir uns anschauen. Das ist das nächste Level, was wir uns anschauen. Habe ich es jetzt, Bubble? Dankeschön. Also, es ist ein Silhouettenlevel. Guys, für die Leute, die es nicht wissen, Silhouettenlevel sind so ästhetisch. Ihr seht schon, wir sehen nicht viel. Alles ist schwarz-weiß, außer Donkey Kongs Mütze. Also, und der Hintergrund natürlich. Aber das macht diese Level so einzigartig. Und die gibt es jetzt auch in Mario Bros. Wonder. Sobald das Spiel draußen ist, werden wir das sehen. Das haben wir nämlich im Trailer schon gesehen. Bam. Zack, hier gäbe es ein Herz, das ich... Oh! Holen wir uns das Herz. Wie gesagt, Herzen immer wichtig. Ich bin so ein Affe, Mann. Oh, lol, hier gab es die Büsche auch schon. Ich war mir nicht sicher, ob das auch schon so ein Ding war hier. Okay, okay. Falls ihr die Büsche nicht kennt, legendäres... Lol. Legendäre Fails im Original Donkey Kong Country Tropical Freeze LP. Reden wir nicht drüber. Bam. Bam. Lol, da hinten ist eine Banane im Hintergrund. Super Smash Bros. Okay. Hier, eine Banane im Background. Passiert was, wenn ich hier warte? Nee? Doch? Doch, es passiert was. Es war nämlich auch so in Tropical Freeze, wenn man da einen Stern hatte. Da hat man gewartet und dann gab es dafür ein Puzzleteil. Oh, hier gibt's kein... Oh mein Gott, gibt's hier viel Stuff für. Kein Puzzleteil, aber alles andere. Take ich. Das hier sah sehr... Einfach Ameisen da unten. Die sich zwar nicht richtig bewegen, aber sie bewegen sich. Das sieht mega cursed aus. Ey, Guys, ihr müsst das auf 4K stellen. Das sieht so insane aus, alles. Let's go, den habe ich gar nicht gesehen. Oh, Checkpoint. Oh, die sind sogar grün, okay. Wir haben wieder einen... Das sind Trommeln, oder nicht? Sind das Tiki-Trommeln? Wie heißen die denn? Oh, ich... Hier passiert mega viel Stuff im... Oh mein Gott! Mega viel Stuff in meinem Hintergrund, wenn man irgendwo wartet. Das finde ich mega nice. Hier ist sogar ein Fass, das ihr nicht sehen könnt, weil ich davor sitze. Und was habe ich davon jetzt? Bestimmt ein Puzzleteil verpasst. Ich calle es out. Weiß ich nicht, was ich von sowas halten soll. Wenn man ein Secret findet und dadurch ein anderes Secret überspringt... Finde ich das nie so nice. By the way, ich habe auch überlegt, weil ich weiß ja, dass es diese Silhouettenlevel gibt, meine Facecam anzupassen. Aber das sieht halt einfach nur wack aus. Weil es richtig schwer ist, mit Zusatzplugins so die Mütze nicht schwarz, also düster zu machen. Deswegen, egal. Da kann ich stehen. Kann ich hier auch runter? Nee, aber da kann ich runter. Oder ist das je? Das nehme ich doch mit. Hallo, Mr. Tiki-Trommel. Bananen, warum nicht? Donkey Kong ist auch so liebevoll designt. Das macht so schön. Stimmt, wir können Gegner ja bewusstlos machen. Sobald wir ein bisschen auf den Boden boxen. Da hinten sind einfach Schiffe. Lol. Ich kann mich wirklich gar nicht mehr ran erinnern an dieses Game. Das ist so insane lange her. Für mich ist das gerade einfach... Donkey Kong 2023, eine komplett neue Erfahrung. Wenn ihr auch die Erfahrung habt, Guys,
Ja, Like da lassen, abonnieren. Ach komm, ihr wisst doch alle Bescheid, Mann. Einfach. Man kann da nicht rein. Enttäuschung. Schade. Ihr wisst Bescheid, ich muss euch das doch nicht jedes Mal erklären, oder? Wunderbar. Wo geht's denn jetzt weiter? Das ist so innovativ. Das ist so innovativ. Gibt's nicht mehr im Shop, aber das ist so innovativ. Hier ist das Ziel. Gibt's hier noch was hinterm Ziel? Sieht ehrlich gesagt nicht so aus. Na dann. Bäm. Ist es nicht wunderschön? Ich muss jedes Mal aufs Neue sagen, Donkey Kong lässt mich einfach innerlich aufgehen. Es macht so Spaß, dieses Spiel zu spielen. Wir haben sogar fast alle Puzzleteile. Das ist doch wunderschön. Aber Guys, wir sehen uns erst beim nächsten Mal wieder. Ich wünsche dir jetzt noch einen schönen Tag. Schaut auf jeden Fall beim nächsten Mal wieder vorbei. Und hier findet ihr jetzt noch ein wunderbares Mario Odyssey Video, wo wir einen Imposter unter uns hatten. Schaut euch das auf jeden Fall an. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Ciao, ciao, Leute.